Es ist jetzt also passiert. Treyarch haut jetzt also auch seine verkackte Scheiße raus. Okay, nichts, dass ich etwas gegen die neuen Patches habe. Die sind wirklich gut. Ich finde auch jetzt allgemein gut, dass man sich so die Messer und sowas angucken kann. Mega coole Idee. Aber sind wir ehrlich, es war nur eine Frage der Zeit, bis irgendwelche Mikro-DLCs kommen. Irgendwas kommt immer. Die Möglichkeit ist jetzt also da, für 2 Euro 200 Punkte zu bekommen. 200 COD-Punkte oder wie die auch immer heißen. COD-Cash, Future-Cash, irgendwie sowas ähnliches. Die Möglichkeit ist jetzt also da. Und man kann sich wirklich für 2 Euro eine einzige Vorratslieferung kaufen, eine seltene Vorratslieferung, finde ich ein wenig lächerlich. Aber die wollen ja auch Geld machen, habe ich recht? Ich habe recht. Ich gehe jetzt nicht mal davon aus, dass der Großteil von euch sich irgendwas davon kaufen würde, aber ich würde euch generell raten, lasst es einfach. Ich bin mir sehr sicher, dass ihr am Wochenende für 2 Euro euch ein wirklich tolles und leckeres Frühstück kaufen könnt. Also es muss nicht unbedingt sein, die sich diese komischen Sachen zu kaufen, so an sich. Ich habe mir ehrlich gesagt noch nie, auch bei Advanced Warfare, ich habe mir nirgendwo, wo es eigentlich Mikro-DLCs gab, ich habe mir noch nie so eine komische Kacke gekauft, wenn ich ehrlich bin. Und ich werde es auch nie tun, glaube ich. Außer ich habe irgendwann das Geld, dann werde ich es tun. Wahrscheinlich schon. Wenn man Herrschaften in dieses Spiel sucht, das ist wie sich selber mit einer Schrumpflinte ins Bein zu schießen. Du kannst gerne versuchen, Herrschaft zu spielen, aber der Großteil aus den ganzen Leuten, die in Herrschaft sind, sind Leute, die ihren echten Namen in HDX Pro Gamer umgeändert haben. Stellt euch das mal vor bei einer Bewerbung oder so. Kommt man so hin? Hallo, mein Name ist HDX Quickscoper. Ich würde mich gerne für Ihr Unternehmen bewerben. Wobei ich ja immer noch die Überzeugung bin, dass das später normal ist. Ich meine, allein, ich habe das hier mal irgendwann schon mal besprochen. Ich weiß nicht genau wann, aber ich habe schon mal besprochen. Ich meine, ihr kennt ja jetzt die Vorurteile vor gegenüber Rentnern und so weiter und so fort, ja? Ja, was heißt Vorurteile? Really, Nigga? Ich meine, nicht wirklich Vorurteile. Es ist eher so ein Bild, die man hat. Laufen mit so Mänteln rum, diese komischen Mützen und einfach generell grimmig so. Wisst ihr, was ich meine? Und das Einzige, was man von ihnen hört, wenn man wirklich was von ihnen hört, ist: Runter von meinem Rasen, ihr Gören! Ungefähr sowas. Okay, aber stellt euch das einfach mal vor. Die ganze Generation, die jetzt gerade COD und sowas spielt, wirklich musstest du mich abbrennen. Die ganze Generation, die im Moment COD spielt und alles. Wie sieht diese Generation in, sagen wir, 60 Jahren aus? Sieh mir mal ehrlich, das ist einer der lustigsten Gedanken, die es gibt. Hallo, mein Name ist Frederik und ich bin Rang 20 in Black Ops 70. Okay, wenn man 70 ist, ist Black Ops 70 noch nicht draußen, sagen wir so, weil es kommt ja nicht jedes Jahr ein neues Black Ops. Aber mal ohne Scheiß, irgendwer muss doch auch später die ganzen Spiele übernehmen. Was wird aus Black Ops? Wonderhaar ist dann, denke ich mal, nicht mehr so ganz frisch. Ich denke mal nicht, dass er dann noch Spiele produzieren wird. Ich denke mal, dann der sitzt zu Hause in seinem goldenen Stuhl und zählt sein Geld, obwohl er das schon 70 Mal gezählt hat, aber wir wissen alle, dass Wonderhaar ein reicher Spacko ist. Aber ich meine, allein die Vorstellung, diese ganzen zockenden Rentner zu sehen, vor allem, wenn man Rentner ist. Da hat man doch gar keine Reaktionszeit mehr, oder? Ich meine, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht erzählen, aber keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich tun werde, wenn ich alt bin. Ich meine, wenn ich wirklich alt bin, wenn ich so, weiß ich nicht, ich bin, was mache ich denn dann, Alter? Wie sitze ich dann auch die ganze Zeit zu Hause und mache wirklich gar nichts? Habe ich dann wirklich noch die Möglichkeit, überhaupt zu zocken oder so? Ich stelle euch mal diese Generation vor, mit diesen Oversized-Look, diesen Jacken drüber, so Snapback und sowas, dann so Swaggy Boy 123. Stellt euch mal diese Generation alt vor. Das sieht mega lustig aus, hundertprozentig. Heutzutage sind wir die Kulturbanausen, okay? Heutzutage sind wir die Kulturbanausen, die alles scheiße machen. Später sind es dann die jungen Leute, während wir alt sind. Dann sagen wir, ihr seid die Kulturbanausen. Und dann gucken wir runter an die anderen Generationen und fragen uns, was die für Sachen tragen. Was die für Videospiele spielen, falls sie dann noch überhaupt Videospiele spielen. Und wir ärgern uns. Und dann fällt uns ganz langsam auf, dass wir die alten Leute sind jetzt. Schon ziemlich traurig. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendwer hier meine Videos guckt, der über 30 ist. Und wenn doch, geil. Beweist wenigstens, dass man mit dem Alter den Humor nicht verliert. Der Typ geht an den Gegner vorbei und schießt irgendwen anders ab. Ich meine, es ist wie dieser eine Junge in der Schule oder diese eine Person. Du sagst, pass unbedingt auf, wenn du das machst. Pass unbedingt auf, wenn du das machst, ja? Achte unbedingt darauf. Der Typ sagt, ja, ja, mach ich. Geht zwei Schritte und verkackt es einfach total. Dieser Typ labert in dem Spiel so ein Dreck. Das gibt es gar nicht. Es gibt ja am Anfang des Spiels eigentlich immer so eine Art, Satz, den die Leute so sagen, ja, am Anfang des Spiels. Da gibt es immer zum Beispiel, sagt ein Outrider oder sowas, diese Frau mit diesem Bogen, Lara Croft mäßig. Okay, zum Beispiel sagt die dann so, wir sind dran. Und dann kommt Spectre an mit dieser behinderten Mongo-Stimme. Und man hört nur von ihm, nein, ich bin dran. Das Einzige, was er sagt, ist der größte Bullshit, den es gibt. Der einzige Charakter, der so viel Scheiße während des Spiels labert, das gibt es gar nicht. Deshalb spiele ich Spectre nicht. Ich meine, gut, der ist mega gut, auch mit diesem Ripper und sowas, ja? Du kannst halt richtig gut aus schwierigen Situationen rauskommen mit dem Ding. Aber ich komme einfach nicht drauf klar, was der für eine... Mein B, das gehört mir, ihr Lappen. Okay, das soll's fertig gewesen sein für noch eine. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Macht euch bei FSC Center 5. 3, 2, 1.